Für eine Kurzintervention hat sich die Fraktionsvorsitzende Frau Kula gemeldet. Ja, einiges kann ich jetzt doch nicht so ganz da stehen lassen, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Deißler. Alles, was Sie Schönes beschlossen haben auf Bundesebene, das ist noch längst nicht da. Es ist noch überhaupt nichts bei den Studierenden angekommen. Ich glaube, wir brauchen jetzt schnell Unterstützung und Hilfe. Und Einmalzahlungen reichen halt einfach bei dauerhaft steigenden Kosten nicht aus. Deswegen, man kann sich alles schönreden, aber reden Sie mal mit den Studierenden. Denen geht es jetzt richtig an die Tasche. Und deswegen kann ich das alles so nicht teilen, wie Sie das dargestellt haben. Ich will aber noch eine Sache richtigstellen, weil Sie haben von dem BAföG-Notfallmechanismus gesprochen, der jetzt eingeführt wurde. Ich finde das richtig. Ich finde, das eine richtige Sache ist, ein Fortschritt. Aber der Notfallmechanismus ist so kompliziert gestaltet, wie er jetzt aktuell angedacht ist, dass nämlich zunächst der nationale Notstand ausgerufen werden muss, bevor dieser Notfallmechanismus überhaupt in Kraft tritt. Und ich glaube, wann ist das schon mal? Jetzt haben wir eine Krise, es gibt keinen nationalen Notstand. Also das würde uns sicherlich gerade überhaupt nicht helfen. Und ich finde, jetzt zu sagen, die Unterstützung oder Forderung nach der Unterstützung von unterfinanzierten Studierendenwerken, das sei ein Griff in die linke Mottenkiste. Ich weiß nicht, haben Sie mal mit den Studierendenwerken geredet? Ich glaube, das ist eine wichtige Forderung, die in der Breite der Studierenden und an den Hochschulen auch getragen wird. Und ich finde es auch ein bisschen seltsam, dass sich die Freien Demokraten darüber lustig machen, wenn man fordert, dass man unbefristete Stellen an den Hochschulen schaffen wird. Weil sie setzen sich ja sonst immer so für die vermeintlichen Leistungsträger der Gesellschaft ein. Und die sollen doch bitte dann auch an den Hochschulen anständige Beschäftigungsverhältnisse haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich darf fragen, ob Frau Abgeordnete Deißler erwidern möchte. Dann fahren wir mit der Rednerreihenfolge fort und ich darf Herrn Abgeordneten Hofmeister von der CDU-Fraktion das Wort erteilen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Ich will zunächst mal grundsätzlich feststellen, dass der Haushalt für den Bereich der Hochschulen für Wissenschaft und Forschung in unserem Bundesland schon mal kein Steinbruch ist, wie es mitunter auch in anderen Ländern zu beobachten ist, gerade auch in Krisenlagen, die wir jüngst erlebt haben. Das kann man an verschiedenen Stellen ablesen. Wir haben in Hessen eine stabile, aufwachsende Finanzierung durch die Hochschulpakte, aktuell den laufenden 21 bis 25. Er ist hier schon genannt worden. Wir bieten Verlässlichkeit und die Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Und dazu gehört auch unser Hochschulbauprogramm Heureka und das Chromo-Bauprogramm, was eben entsprechend noch mal verstärkt wird. Wir sehen, wie notwendig es ist. Und auch die Studierendenwerke haben von Landesseite in den letzten Jahren weiter anwachsende Förderung erfahren, jetzt mal jenseits der Krisenlage. Und deshalb kann ich hier am Beginn schon mal feststellen, die Hochschulgemeinden, die Studierendenwerke und die Studentinnen und Studenten können sich auf diese Landesregierung und diese tragenden Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen verlassen. Und wir kommen aus der Pandemielage mit besonderen Einschränkungen, gerade auch im Bereich unserer Hochschulen und somit auch für die Studentinnen und Studenten. Und die Herausforderungen der Kontaktbeschränkungen und Schließungen waren große Belastungen. Und heute müssen wir uns mit der nächsten Krisenlage beschäftigen, welche auch wieder von außen hereingetragen unser gesamtes Land und alle gesellschaftlichen Gruppen, wenn auch in unterschiedlicher Gewichtung, herausfordert. Und eines ist vollkommen klar, das wurde auch beispielsweise letzte Woche deutlich im Ausschuss. Der Präsenzbetrieb in unseren Hochschulen muss oberste Priorität haben und hat auch oberste Priorität, zu dem es ja letztendlich rechtlich normiert ist, dass eben die Hochschulen ihren Präsenzvorlesungsbetrieb, Seminare und so weiter anbieten. Und dieses Bekenntnis ist von den Präsidien der Hochschulen eindeutig abgegeben worden. Und dazu bekennen wir uns auch als CDU-Fraktion gemeinsam mit unserem Koalitionspartner. Und vor wenigen Tagen beim Austausch mit dem Präsidenten der Hessischen Universitäten im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst und im Anschluss zumindest noch mit einem Teil der hochschulpolitischen Sprecher, mit dem Präsidenten der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, ja, da war natürlich das große Thema die Energiekosten. Wie bekommen die Hochschulgemeinden alles gestemmt, ohne den Betrieb einzuschränken? Zahlen wurden vorgetragen, welche Mehrbelastungen befürchtet werden, wie die Haushalte sich am Ende gestalten könnten, dass man möglicherweise nicht in der Lage sich sieht, einen Haushalt für 2023 aufzustellen. Allerdings, und das wurde ja auch eingeräumt, natürlich ohne die Berücksichtigung von den noch nicht ausgestalteten Preisbremsen oder Deckeln,
die dann entsprechende Wirkungen haben werden und damit auch wieder die Haushaltszahlen relativiert werden. Und ja, natürlich in den Gesprächen mit den Studierendenwerken oder auch mit den Studenten und den studentischen Vertretungen wird natürlich jeweils auch noch weitere Belastungen deutlich. Das ist doch vollkommen klar. Und wir nehmen diese Herausforderungen ernst und sind uns bewusst, dass die Politik auch in dieser Krisenlage den Hochschulen und den Hochschulgemeinden insgesamt zur Seite steht. Und genauso wurde aber auch deutlich, dass natürlich die Verantwortlichen unserer Hochschulen jetzt mit Augenmaß alles Verantwortliche tun, um auf der einen Seite Energie und damit Kosten einzusparen und gleichzeitig im Sinne der Studentinnen und Studenten und deren Fortkommen im Studium bestmöglichen Präsenzbetrieb sicherstellen wollen. Und es ist ein Spagat, das ist so, um Studium und Lehre im Präsenz sicherzustellen und parallel bei solch großen Institutionen wie den Hochschulen Beiträge zur Energieentsparung zu generieren. Aber ich will an der Stelle auch mal ausdrücklich Dankeschön sagen für den Austausch, den wir hatten und den wir weiterhin haben. Das war im Ausschuss, aber wir sind ja auch regelmäßig in Einzelgesprächen mit den verschiedenen Verantwortlichen der Hochschulen. Und ich will da ausdrücklich Danke sagen, dass Sie sich dieser Herausforderung stellen und sagen, wie wir bekommen das gestemmt. Ja, es wird möglicherweise ein Stück weit kühler in den Hörsälen. Ja, es wird möglicherweise eine Weihnachtspause um 2-3 Tage, nicht Wochen und Monate, sondern 2-3 Tage verlängert. Das ist noch leistbar. Und dass Sie sich trotzdem diesen Herausforderungen stellen und das aber immer mit dem Blick auf das gesamte Werk. Und da können wir sehr, sehr froh sein, dass die Präsidentinnen und Präsidenten mit ihren Präsidien so verantwortlich vorgehen. Und die Hochschulen sind im Rahmen ihrer Autonomie zumindest mal bereit und tun es, ihre Verantwortung zu tragen. Und die Behauptung, Frau Kula, das Land wolle oder würde nicht helfen, entbehrt jeglicher Grundlage. Denn natürlich, wir sind jetzt bereits mit einem stabilen Fundament bei den Hochschulen und werden natürlich schauen, wo man entsprechend helfen kann. Die Kollegin Eisenhardt hat ja auch darauf hingewiesen, über die Frage, dass wir ergänzend das Ganze betrachten müssen. Wie wirken Hilfsinstrumente, die von Bundesebene kommen? Wie können wir dann entsprechend ergänzen und da, wo die Härten besonders groß sind, abfedern, auffangen? Und das ist dann verantwortliche Politik, auch mit Blick auf finanzielle Ressourcen. Denn das ist Verantwortung der Politik, um entsprechend auf Finanzen zu achten, diese sinnvoll einzusetzen. Und ich denke, Frau Kollegin Deißler, das sollte ja auch der FDP entsprechend wert sein, dass man die finanziellen Ressourcen auch immer wieder im Blick behält. Natürlich gehört zur Wahrheit, der Staat kann in einer solchen Krise nicht alles abfedern. Es braucht letztlich einen 360-Grad-Blick, wie es unser Ministerpräsident Boris Rhein zuletzt mal formulierte, um gegenzusteuern und möglichst passgenau Hilfe für die Menschen und Institutionen zu leisten. Und das wird auch geschehen. Und ich will mal noch zum Stichwort Priorität kommen. Ich bin Ministerpräsident Boris Rhein und Staatsministerin Angela Dorn ausdrücklich dankbar, dass Sie bei den Verhandlungen der Länder mit dem Bund entschlossen darauf hingewirkt haben, dass die Bildung und damit auch die Hochschulen zu den geschützten Bereichen hinzugefügt wurden, um Härten der Energiekrise abzufangen. Das war nämlich nicht von jedem Verantwortungsträger, gerade auch in der Bundesregierung, zu erkennen. Das gehört nämlich auch zur Betrachtung der Wirklichkeit und der letzten Wochen. Und selbstverständlich geht es am Ende um die Menschen, die in den Hochschulgemeinden studieren, leben, arbeiten. Die Studentinnen und Studenten sind selbstverständlich im Blick. Und das ist auch ein Thema, beispielsweise wie schnell Hilfen ankommen. Und da wird das Land Hessen und ist dabei, das Land Hessen, sehr zügig die Hilfen, die jetzt Stück für Stück kommen, beziehungsweise schon beschlossen wurden, auch an diejenigen auszuzahlen. Denn auch das ist ein Faktor, der wichtig ist, nicht nur die Hilfen versprechen, sondern die müssen ankommen. Und das passiert gerade in diesen Wochen und Tagen. Und auch da kommt die Landesregierung und ihre Behörden ihrer Verantwortung nach. Und natürlich ist die Wohnungssituation angespannt. Das war sie auch schon vor der Krisenlage. Ja, aber es hat sich vieles in Hessen getan, nicht zuletzt durch das Wirken der Studierendenwerke mit umfangreichen Zuschüssen des Landes Hessen. Und wir hören da ja nicht auf, sondern machen auch weiter. Und deshalb, es kommen jetzt natürlich mehrere Faktoren zusammen, das ist so, aber wir werden die Bemühungen, die wir machen können, weiter verfolgen, um hier die Situation abzumildern. Und eines sollte aber allen bewusst sein, der verbrecherische Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist ursächlich für die aktuellen Herausforderungen. Die meisten Fraktionen in diesem Hause teilen das, eine Fraktion teilt es auf jeden Fall nicht.
Das wissen wir aber und müssen wir auch nicht näher betrachten. Aber grundsätzlich in einer solchen Debatte geht es auch um Folgendes. Wir müssen aufpassen und unseren Beitrag leisten, dass gesellschaftliche und soziologische Gruppen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Und das trägt eben nicht zum Zusammenhalt bei, und es braucht zur Bewältigung der Herausforderung eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung und keine Spaltung. Und ich wiederhole deshalb, wie schon zu Beginn, die Hochschulgemeinden, die Studierendenwerken und die Studentinnen und Studenten können sich auf diese Landesregierung und diese tragenden Fraktionen verlassen. Und einen Alarmismusantrag oder einen Wünsch-dir-was-Katalog, wie die Linken ihn hier vorliegen, den braucht es sicherlich nicht. Der hilft nicht weiter. Im Gegenteil, so werden Stimmungen geschürt, welche spalten und eben nicht zur Bewältigung der Krise beitragen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes erteile ich Frau Abgeordnete Dr. Sommer von der SPD das Wort. Studierende und Hochschulen jetzt unterstützen, Armut und kalte Hörsäle verhindern. Liebe Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Titel des Setzpunktes sollte uns als Maßgabe einen. Im letzten Ausschuss haben die Universitäten, wir haben es gerade schon gehört, versichert, dass sie lediglich an Feiertagen, also über Weihnachten, schließen wollen und dass auf Präsenzlehre Wert gelegt wird. Das ist auch für uns als Sozialdemokraten wichtig. Und wir hoffen sehr, dass das gelingen wird. Und auch ich möchte herzlich den Hochschulen danken, dass sie alles dafür geben, dass der Betrieb so reibungslos wie möglich dann auch funktioniert. Und auch ich möchte, so wie Kollege Hofmeister, noch einmal daran erinnern, dass der KMK-Beschluss aussagt, dass Schulen und Hochschulen als Bildungseinrichtungen besonders geschützte Kunden sind und weiterhin auch mit Energie versorgt werden sollen. Und gerade nach der Corona-Pandemie und mehreren Semestern, wo die Studierenden den Campus gar nicht erst gesehen haben, braucht es auch die Präsenzlehre. Das wünschen sich die Studierenden. Und ich möchte noch einmal daran erinnern, was die Corona-Pandemie für Studierende bedeutet hat. Es hat bedeutet, beim näheren Hinsehen, dass viele Studierenden die Möglichkeit eben nicht hatten, die Inhalte und Möglichkeiten digital tatsächlich nutzen zu können. Viele haben in ihrem Zimmer keinen Arbeitsplatz, keinen PC, keinen Schreibtisch. Und durch die Schließung der Hochschulen gab es dann auch eben begrenzte Zugänge in den Bibliotheken. Und viele haben eben ihren Lern- und Arbeitsplatz verloren. Und meine Damen und Herren, das darf nicht wieder sein. Daher fand ich auch die Ausführung von der Justus-Liebig-Universität wirklich gut. Die haben uns beschrieben, dass sie in der Universität Wärmeplätze schaffen wollen, damit Studierenden wirklich die Möglichkeit haben, dort dann auch hinzugehen und einen Arbeitsplatz bzw. Lernplatz zu haben. Das ist vorbildlich. Das sollten andere Universitäten der Justus-Liebig-Universität wirklich nachmachen. Natürlich können Hochschulen einen Beitrag leisten, Energie einzusparen, aber zentrale Einrichtungen zu schließen oder Präsenzlehre einzuschränken, das wäre am falschen Ende gespart. Studierende und Beschäftigte dürfen nicht erneut die Leidtragenden sein, meine Damen und Herren. Ich habe es gerade schon gesagt, die Corona-Pandemie hat das Leben eingeschränkt für uns alle, auch für die Studierenden. Jetzt darf die Energiekrise nicht erneut dazu führen, dass Studierende keine Perspektive mehr haben. Und in Krisen, und ich hoffe, auch das eint uns, müssen die geschützt werden, die am wenigsten haben. Und dazu gehören eben auch viele Studierende. Die Asten befürchten, dass Studierende wieder vor Existenzfragen gestellt werden. Denn zum Studium gehört auch nicht nur die Präsenzlehre und ein Lern- oder Arbeitsplatz, sondern auch bezahlbare Mensapreise und auch Wohnraum.
Die Preise seien in den Mensen nur moderat erhöht worden, so eine Sprecherin des zuständigen Studentenwerks für die Hochschulen Offenbach, Wiesbaden, Geisenheim und Rüsselsheim. So war es am Dienstag der Presse zu lesen. Und ich frage Sie ganz ehrlich, was heißt denn moderat? Ich möchte Ihnen das Beispiel, was in der Presse zu lesen war, vorstellen. Das war eine Äppli-Gemüsepfanne. 2019 hat die 2,40 Euro gekostet, 2020 2,80 Euro. Derzeit kostet sie 3,50 Euro. Eine Erhöhung um 1,10 Euro in 2 Jahren. Das ist eigentlich ganz schön enorm, wenn man dann ausrechnet, dass das eine Erhöhung um über 45% ist, meine Damen und Herren. Also ich finde, das ist nicht moderat. Andererseits ist natürlich auch klar, auch die Studierendenwerke müssen haushalten. Auch wenn sich die Landesregierung für die Ausstattung hier in ihrem Antrag lobt, braucht es natürlich neben der jährlichen Förderung jetzt noch mal einen genauen Blick dorthin, auch bei den Universitäten. Wie können wir sie gemeinsam entlasten und unterstützen? Wie können wir einen Zuschuss gewähren? Und hier sind sicherlich flankierende Maßnahmen neben den Bundesmaßnahmen dringend nötig. Wir haben Ihnen gesagt, wir bringen uns gerne konstruktiv ein. Wir wollen da gemeinsam, dass wir die vielen, vielen, die sich da engagieren in dem Bereich, nicht alleine lassen. Besonders will ich aber auch noch einmal den Blick auf die Wohnsituation von Studierenden lenken. Denn das ist in Hessen, und da müssen wir uns auch ehrlich machen, kein neues Problem. Das kennen wir schon lange. Vielleicht können Sie sich an meine Anfragen erinnern. Die Quote lag schon 2020 bei nur 7,34%. Ziel Ihres, des Schwarz-Grün-Koa-Vertrages, ist es, 10% Wohnraum für Studierende zu schaffen. Von dieser Quote, diesen 10%, die übrigens auch Bundesdurchschnitt ist, ist das Land Hessen immer noch weit entfernt. Ich konnte am Wochenende mit dem Präsidenten des Deutschen Studierendenwerkes sprechen, der mir noch einmal bestätigt hat und deutlich machte, dass Hessen bei ungefähr 8% liege und im Rhein-Main-Gebiet bei 5%. Das heißt, wenn Sie sich auch für den höchsten Aufwuchs von Wohnplätzen in Ihrem Antrag feiern, reicht das lange nicht, um überhaupt nur durchschnittlich zu sein. Und ich möchte noch einmal sagen, was unterdurchschnittlich in Noten heißt. Das heißt nämlich eigentlich mangelhaft. Und ich habe noch nie einen Schüler erlebt, der sich für eine 5 feiert, meine Damen und Herren. Deswegen können auch wir nicht in den Jubel einstimmen. Die Wohnsituation an allen Standorten ist nach wie vor extrem angespannt, und die Zahl der Plätze ist einfach zu niedrig. 9.000 Studierende suchen derzeit noch eine Wohnung. Und laut Deutschen Studierendenwerk sind es 10.000 Plätze, die wir tatsächlich benötigen. Da ist es natürlich klar, dass die Studierenden wütend sind und auf langen Wartelisten stehen und nicht wissen, wohin. Die Landesregierung hatte aber wahrlich genug Zeit, sich darauf einzustellen, dass irgendwann wieder Präsenzlehre stattfinden wird und dass dann auch wieder mehr Studierende eine Unterkunft brauchen. Aber geschehen ist nicht so viel bzw. nicht genug. Und deswegen hoffen wir, dass Sie hier noch einmal wirklich Gas geben. Und ich möchte Ihnen meine Frage 34 der Großen Anfrage 2509 aus 20 nicht vorenthalten. Da geht es darum, dass ich gefragt habe, bis wann die Landesregierung mit einer Entspannung auf dem studentischen Wohnungsmarkt rechnen wird und wann eben der bezahlbare Wohnraum, den Sie versprechen, vorhanden ist. Und die Antwort von Ministerin Dorn lautete damals, ich zitiere, diese Entwicklung hängt von vielen Faktoren ab, das ist so. Einen genauen Zeitpunkt, wann für alle Studierende genügend Wohnraum geschaffen wird, um angemessene und bezahlbare Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, kann aus diesen Gründen nicht benannt werden. Das Ziel des Landes bleibt allerdings bestehen. Diese Antwort war in 2020. Ich finde es, verzeihen Sie mir, wenig ambitioniert. Und wie sich nun zeigt, ist auch während der Corona-Pandemie nicht so viel passiert in der Frage des bezahlenden Wohnraums für Studierende. Und von dem laut verkündeten Ziel des Koalitionsvertrages
Von diesen mindestens 10% sind Sie eben weit, weit entfernt. Das möchte ich hier noch einmal festhalten. Und deswegen sollten wir doch jetzt noch einmal genau hingucken, was brauchen Studierende tatsächlich, nicht nur bezüglich des Wohnraumes, sondern auch bezogen auf die Energiekrise. Bitte lassen Sie uns gemeinsam dafür Sorge tragen, dass Studierende und Hochschulen jetzt unterstützt werden und dass wir Armut und kalte Hörsäle verhindern. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Frau Staatsministerin Dorn das Wort geben. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Corona ist noch nicht überstanden, und wir sind schon wieder mitten in der nächsten Krise, ausgelöst durch einen völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine. Und tatsächlich ist es so, dass die Studierenden und die Hochschulen durch diese mehrfachen Krisen gebeutelt sind, dass ihnen viel abverlangt wird. Die Corona-Pandemie ist noch nicht ausgestanden. Und ich möchte auch das Gleiche wie viele jetzt der Vorrednerinnen und Vorredner tun und erst einmal Danke sagen. Ich möchte den Hochschulen danken für die ganzen Anstrengungen der letzten Semester, aber auch den Studierenden, weil ihre Ausdauer, ihre Geduld in diesen digitalen Semestern, die war beträchtlich. Und auch die Impfquote der Studierenden war beträchtlich. Sie haben also viel Solidarität mit der Gesamtgesellschaft bewiesen. Und insofern geben wir alles, dass wir es genau das schaffen, was das Ziel hier jetzt von allen war, nämlich die Präsenzsemester sicherzustellen. Ich möchte mich auch bei Ihnen allen bedanken, weil ich fand, insgesamt war das eine sehr ausgewogene und nachdenkliche Debatte. Das finde ich auch der Lage absolut angemessen. Ich finde es aber auch nicht selbstverständlich. Deswegen herzlichen Dank dafür. Und Frau Kollegin Deißler, an dieser Stelle trotzdem wegen Corona. Sie hatten an dieser Stelle gesagt, wir hätten da die Studierenden im Stich gelassen. Das möchte ich allerdings aber auch klar zurückweisen, denn wir haben ja gerade für die Studierenden in dieser Corona-Pandemie unglaublich viel getan. Ich erinnere an die Freisemester. Ich erinnere an die Verlängerung der Möglichkeiten der individuellen Regelstudienzeiten, die wir überhaupt erst gesetzlich geschaffen haben, die es vorher gar nicht gab, an die vielfältigen Unterstützungsmaßnahmen, um digitalen Unterricht voranzubringen. Also im Stich gelassen haben wir sie sicherlich nicht. Aber wo ich mit Ihnen einig bin, ist, dass es wirklich eine sehr harte Zeit war und dass wir wirklich jetzt auf Präsenz ganz besonderen Fokus legen sollten. Die Hochschulen, die Lehrenden, die Verwaltung, die IT, das Gebäudemanagement, all die haben auch unglaublich viel geleistet. Sie haben auch unglaublich viel gelernt. Und auch wir haben miteinander viel gelernt. Solche Pandemien sind ja auch sozusagen für Verwaltungen miteinander auch eindrücklich. Und wir haben uns eine gemeinsame Haltung auch entwickelt. Und die machen wir jetzt genauso, setzen wir sie fort. Das heißt, wir gehen in einen sehr engen Austausch mit den Hochschulen. Wir haben in der Corona-Pandemie einen Rahmen vorgegeben, innerhalb der dann die Hochschulen agieren konnten, weil sie sehr individuell unterschiedlich sind. Und ich glaube, im letzten Ausschuss wurde das auch sehr deutlich, wie unterschiedlich die sind. Insofern, wir sind da in Corona-Pandemie-Zeiten gut gefahren. Wir werden es genauso weitermachen mit mittlerweile, muss man sagen, krisenerprobten Hochschulen. Und ich bin auch sicher, dass wir vieles auch miteinander schaffen können. Wir gehen das kurzfristig an, wir gehen das auch langfristig an. Also kurzfristige Lösungen brauchen wir für die Gasmangellage. Wir brauchen nachhaltige Lösungen beim Umstieg auf die erneuerbaren Energien, bei der Steigerung der Energieeffizienz. Und wir nehmen auch die Sorgen der Studierenden ganz besonders ernst. Die sozialen Nöte, die finanziellen Nöte und all das machen wir tatsächlich gerade sehr intensiv im Dialog und mit viel Augenmaß. Und natürlich hören auch wir die düsteren Prognosen, Kostenprognosen der Hochschulen. Aber wer genau aufgepasst hat im Wissenschafts- und Kunstausschuss, hat ja auch den einen oder anderen gehört, die gesagt haben, es sind die Prognosen. Und die Energiepreisbremsen der Bundesregierung konnten sich darin noch gar nicht abbilden. Und das ist, glaube ich, insgesamt etwas, was wir auch jetzt sehr deutlich machen werden, sowohl für die Studierenden, also für jeden einzelnen Verbraucher, Verbraucherin, als auch für die Hochschulen, werden natürlich diese Energiepreisbremsen sowohl im Strom- als auch im Gasbereich auch wirken. Die Herausforderung, die wir alle jetzt haben, ist, wir wissen noch nicht genau, wie stark. Und deswegen müssen wir im Moment auch Schritt für Schritt vorgehen. Aber, und das haben ja einige schon anklingen lassen, das hatte ich auch im
Wissenschaft- und Kunstausschuss auch schon anklingen lassen. Natürlich werden wir uns die Wirkung dieser Bremsen uns genau anschauen. Wir werden es im Auge behalten und dann auf der Grundlage über weitere mögliche Entlastungsmaßnahmen beraten, aber genau in diesen Stufen, weil alles andere würde ja auch nichts bringen. Weil wir müssen ja in diesen Zeiten, bei diesen Entlastungspaketen, wo Bund und Länder gemeinsam gefordert sind, wo wir harte Finanzverhandlungen haben, am Ende es auch so schaffen, dass wir mit dem Landeshaushalt die richtigen Maßnahmen auch zielsicher dann treffen. Und das ist übrigens auch etwas, was ich bei meinen Länderkolleginnen und Kollegen auch genauso wahrnehme, genauso ein Vorgehen. Und auch da möchte ich dem Ministerpräsidenten, auch dem Kollegen Wintermeyer, auch danken, dass wir bei dem MPK, der Kollege Hofmeister hat das schon erwähnt, dass wir uns da sehr eingesetzt haben dafür, dass eben neben den ganz wesentlichen sozialen Einrichtungen, der Infrastruktur, den kommunalen Energieversorgern und all den wichtigen Einrichtungen, aber eben auch die Bildungseinrichtungen genauso dabei sind, weil die eben auch jetzt in den kommenden Monaten eine harte Zeit vor sich haben. Und wir haben eine ganz klare Priorität, dass die Bildungseinrichtungen offen sein sollen, dass nach der Corona-Pandemie Schülerinnen wie Schüler wie Studierende gut lernen sollen. Und insofern werden wir das genau im Blick behalten. Und Frau Kollegin Deißler, natürlich ist Ihre Glaskugel an der Stelle auch richtig. Nur in dem Sinne, dass wir schon auch neben den 4%, habe ich gerade deutlich gemacht, ja nicht die einzige Antwort ist. Aber, und das ist schon etwas, was ich bedanke mich dafür, dass Sie das auch noch einmal so betont haben, ist tatsächlich etwas, was bundesweit einzigartig ist. Eine verlässliche 4%ige Steigerung für die Hochschulen, das ist jetzt gerade in dem Moment eine ganz besondere Basis, von der Sie aus starten. Ich weiß von einigen Bundesländern, wo gerade Hochschulpakete gekürzt worden sind in Zeiten der Corona-Pandemie, was das jetzt bedeutet. Insofern bin ich unglaublich dankbar dem Haushaltsgesetzgeber, dass wir diese Verlässlichkeit trotz oder gerade wegen Corona gehalten haben. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, liebe Frau Kollegin Deißler, dass Sie sich bei der Frage der Dynamisierung auf Bundesebene dann genauso einsetzen, weil da können wir alle Unterstützung gut gebrauchen. Denn die 3% Dynamisierung, für die wir ja im Koalitionsvertrag eigentlich ab 2022 ein Versprechen hatten, die sind leider jetzt nicht gekommen in 2022. Nun soll es ab 2023 kommen. Jetzt die Frage, wie hoch wird die sein? Und wir brauchen ja mindestens mal, wir reden hier nur über 3%, nicht über 4%, wir brauchen ja mindestens mal die volle 3%. Und da hoffe ich sehr, dass jetzt gerade in diesen Zeiten es dann tatsächlich auch gemeinsam mit dem Finanzminister erreicht wird auf Bundesebene, dass wir das jetzt auch in den Verhandlungen auch richtig schaffen. Die Studierendenwerke sind ein anderes ganz wesentliche Säule, um gerade in diesen Zeiten Hilfe zu schaffen. In den letzten Jahren seit 2014 haben wir diese um rund 50% erhöht, insgesamt 5 Millionen. Das ist notwendiges Geld gewesen für die psychosoziale Betreuung, für die Frage der Mensa-Angebote, um die Preise zu halten. Und natürlich haben die jetzt auch eine große Herausforderung, aber auch die starten also von einer anderen Basis als in anderen Bundesländern. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Dann die Wohnheimplätze. Es ist ja beides richtig. Es ist ja richtig, dass wir uns, haben uns ja nicht umsonst ein Ziel von 10% im Koalitionsvertrag gegeben, weil wir natürlich wissen, dass wir etwas aufzuholen haben. Aber das kann man ja, das glaube ich, kann sich ja jeder leicht vorstellen. Man kann nicht von heute auf morgen so viele Wohnheimplätze auf einmal zur Verfügung stellen. Wir müssen ja bauen, und das in einer Bauhochkonjunktur und jetzt in einer Krisenphase mit internationaler Abhängigkeit, also eine ganz schöne Herausforderung. Aber wir nehmen diesen Koalitionsvertrag enorm ernst. Und dass wir ihn ernst nehmen, zeigt allein die Statistik, dass wir jetzt mehrere Jahre hintereinander in dieser Aufholjagd ganz weit vorne sind, dass wir die Ersten sind, bundesweit Spitze bei dem Zubau von Wohnheimplätzen, zeigt eben, dass wir diese Aufholjagd auch tun und dass wir sie auch weiterhin tun. Und wenn Sie gerade sagen, Corona-Zeiten wäre nicht viel passiert, ich war ja leider erkrankt, aber wir haben ja gerade vor wenigen Wochen in Frankfurt eines der größten neuen Wohnheime eingeweiht. Ich wollte gerade noch schnell schauen, Frau Sommer, wie viele Wohnheimplätze es sind, bitte. Das kann ich Ihnen gleich nachher noch einmal sagen. Das habe ich so schnell jetzt nicht googeln können, aber es ist einer der größten. Und wir werden genau mit diesem Wohnheim uns enorm noch einmal steigern, und wir werden auch weitermachen. Und dann geht es auch um den Fokus für die Studierenden. Und sowohl für die Hochschulen als auch für die Studierenden werden das enorme Umstellungen sein.
Und gerade die Frage hohe Energiekosten und Sorge vor kalten Studierendenzimmern treiben viele um. Frau Kollegin Sommer hat die JLU hier gelobt für ein vorbildliches Verhalten, was die Wärmeorte angeht. Das teile ich und das teilen wir. Und deswegen haben wir tatsächlich jetzt kurzfristig noch einmal 1 Million € zur Verfügung gestellt, damit genau solche Projekte umgesetzt werden können, also dieses Vorbild gut genutzt werden kann und auch andere Wärmeorte und andere Umrüstungen, Nachsteuerungen, Vorsorgemaßnahmen geleistet werden können, damit in dieses Semester auch dann Richtung Präsenz gut gegangen werden kann. Wir wollen die Hochschulen genau in solchen Projekten unterstützen. Dann haben wir gerade ja schon über die Frage der Heizkostenzuschüsse geredet. Es ist ganz elementar, dass wir die Heizkostenzuschüsse für BAföG-Bezieher bekommen und für Wohngeldempfänger. Da möchte ich auch sagen, da war es uns sehr wichtig, dass diese Gelder des Bundes auch dann sehr schnell auch ausgezahlt werden, weil die Studierenden brauchen es ja jetzt. Auch da gehören wir zur Spitzengruppe, was die Auszahlung angeht. Das zeigt, dass wir da richtig hinterher sind. Und die 200 €, die jetzt versprochen sind, übrigens, Herr Kollege Grobe, die sind nicht zu versteuern. Sie hatten ja die Kollegin der Linken so angegriffen, dass sie das ja gar nicht wüsste. Aber tatsächlich hat die Kollegin der Linken da mehr Ahnung, weil die 200 € sind ja nicht zu versteuern. Das habe ich nicht ganz verstanden in Ihren Ausführungen. Aber auch diese 200 € werden wir jetzt sehr schnell weitergeben werden. Und was die BAföG-Reform angeht, da bin ich wiederum ganz bei Frau Kollegin Deißler. Wir haben im Koalitionsvertrag eine umfassende BAföG-Reform miteinander vereinbart auf Bundesebene. Ich hatte mich in der letzten Legislaturperiode genau für die Punkte eingesetzt, die Sie da genannt haben. Es soll jetzt eine große Reform kommen. Dass innerhalb von kurzer Zeit erst einmal nur einzelne Maßnahmen gemacht werden können, das muss man, finde ich, jeder Regierung auch irgendwie auch ermöglichen, dass sie nicht alles auf einmal gerade machen kann. Aber diese BAföG-Reform ist versprochen, und wir werden auf Landesebene dafür versprochen. Auf Landesebene dafür sorgen, mit dem nötigen Druck, dass das auch passiert. Im Moment kenne ich aber auch niemanden, der dieses Ziel nicht mehr verfolgt. Und insofern bin ich da eigentlich sehr optimistisch. Frau Ministerin, ich darf Sie nur an die vereinbarte Redezeit erinnern. Sehr gerne. Dann komme ich zum letzten Punkt, denn auch mein wichtigster Punkt ist, wir müssen ja jetzt in der Krise dafür lernen, dass wir nachhaltig aufgestellt sind. Und tatsächlich arbeiten wir jetzt dran und schon seit vielen Jahren daran, dass die Hochschulen CO2-neutral werden. Dafür haben wir das COME-Programm. Das wollen wir jetzt noch einmal deutlich erhöhen. Im kommenden Doppelhaushalt werden wir genau darüber beraten. Und wir haben ganz kurzfristig das Photovoltaik-Sonderprogramm. Und Frau Deißler, da haben Sie tatsächlich etwas durcheinander geschmissen. Das Photovoltaik-Programm, wollen Sie es wissen oder wollen Sie es nicht wissen? Gut, das Photovoltaik-Programm. Sie soll es ganz langsam erklären. Das mache ich gerne. Also, das Photovoltaikprogramm, Frau Deißler, ist ja gerade das Problem gewesen, dass Sie beim Sondervermögen, gerade die Fraktion der FDP, hat alle Klimaschutzmaßnahmen, ich kann mich noch gut erinnern, als absolut unnötig immer wieder kritisiert. Und wir hatten diese ganzen Maßnahmen, wie auch das Photovoltaikprogramm, als Konjunkturunterstützungsmaßnahmen vorgesehen. Dann hatten wir die Herausforderung mit dem Sondervermögen und der Klage. Und deswegen sind genau solche Projekte, die Sie gerade benennen, dass die ja sowieso ganz sinnvoll sind, konnten wir natürlich damit gar nicht halten, Frau Kollegin Deißler. Jetzt müssen wir diese Programme wieder in die einzelnen Haushalte überführen. Und genau das tun wir jetzt. Wir strengen uns genau an, all die Maßnahmen, die wir schon die ganze Zeit für sinnvoll gehalten haben, jetzt auch umzusetzen. Die ganzen Maßnahmen sind in den Schubladen und können jetzt umgesetzt werden. Und dann werden wir mehr Photovoltaik auf den Unidächern haben. Und insofern gibt es kein Laub, was da irgendwie in irgendwelchen Dachrinnen ist. Im Gegenteil, wir müssen es endlich schaffen, dass die Hochschulen ihre Photovoltaik auch auf die Dächer bekommen, auch wenn Sie leider genau bei dem Thema Sondervermögen. Also Sie waren das Laub in unseren Rinnen. So könnte man es eher bezeichnen. Aber ich möchte ganz persönlich enden, weil wir ja in den wesentlichen Zielen miteinander durchaus hier Einigkeit hatten. Ich würde mich freuen, wenn wir tatsächlich über diese Ziele miteinander weiter konstruktiv in Gespräche kommen. Ich finde es tatsächlich beachtlich, das hatte ich am Anfang schon betont, dass auch die
Sozialdemokraten und die Freien Demokraten ja in der Frage eines gemeinsamen Kraftanstrengung für diese Krise mitarbeiten wollen. Dazu gehören auch diese Themen. Insofern freue ich mich, dass wir an ganz vielen Stellen die gleiche Zielrichtung haben. Und dann können wir gerne weiter in Gespräche gehen. Danke schön. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Es hat sich nun die Fraktionsvorsitzende, Frau Kula, für eine Kurzintervention gemeldet. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich wollte jetzt nicht noch eine zweite Runde anfangen, aber ich auf ein paar Sachen wollte ich jetzt noch mal auf die Ausführungen der Ministerin eingehen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es gut ist, wenn wir uns hier sachlich und an der Sache orientiert dazu austauschen. Aber ich hätte mir an der Stelle schon gewünscht, Frau Ministerin, dass Sie haben ja gesagt, eigentlich jetzt eine Zusage für Finanzhilfen für Hochschulen gegeben. Aber da hätte ich mir an dieser Stelle jetzt zu diesem Zeitpunkt im Jahr, zum Anfang des Wintersemesters, schon gewünscht, dass mal etwas Konkreteres kommt. Wir sind ja jetzt in den Haushaltsberatungen. Ich finde, da kann schon die Landesregierung auch mal einen Plan haben, wie genau sie jetzt die Hochschulen eigentlich unterstützen will. Da kam leider noch nichts. Es kam auch gar nichts zur Frage, ob die Studierendenwerke unterstützt werden. Sie haben zwar was gesagt, dass sie jetzt auch vor Problemen stehen, aber keinerlei Zusage für Unterstützung. Das finde ich auch sehr, sehr fatal. Und wann kommen jetzt eigentlich diese 200 Euro? Sie haben gesagt, in den nächsten Wochen, in den nächsten Tagen. Da brauchen doch auch die Studierenden endlich Klarheit. Wann kommen jetzt die 200 Euro vom Land? Da hätte ich mir auch eine konkretere Aussage gewünscht. Und Frau Ministerin, Sie haben gesagt, Sie legen jetzt den Turbo ein bei Studierendenwohnheimen. Wir wünschen uns dann natürlich mehr Tempo. Aber es geht nicht nur um Neubauten, sondern es geht auch um die Sanierung. Wir haben das gesehen. Wir haben in unserem Wohnungsbestand bei den Studierendenwohnheimen echt einen enormen Sanierungsbedarf. Manche Wohnungen sind überhaupt nicht bewohnbar. Wir haben das gesehen in Kassel beispielsweise, weil als ukrainische Geflüchtete zu uns gekommen sind, Studierende ukrainische, wo die Frage war, wo können die eigentlich wohnen? Da hat man festgestellt, oh, in Kassel, da gibt es ganz viele Wohnungen, die sind überhaupt nicht bewohnbar, weil die so sanierungsbedürftig sind in den Studierendenwohnheimen. Deswegen nicht nur Neubau, sondern auch Sanieren. Dazu machen Sie leider gar nichts. Wir fordern da endlich mehr Kohle für die Studierendenwerke. Frau Ministerin, möchten Sie noch mal erwidern? Nein. Dann fahren wir erstmal, machen wir, Entschuldigung, erstmal würden wir die beiden Anträge in den WKA überweisen. Das findet die Zustimmung des Hauses. Dann verfahren wir so. So, Entschuldigung, hier finden gerade ein paar personelle Wechsel statt. Kurzen Moment, bitte.